Sprechende Flugzeuge sind für einen erwachsenen Menschen immer erstmal ein bisschen seltsam. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Planes 2 kommt jetzt in die Kinos und deswegen gibt es von mir jetzt auch die Review direkt ein hinterhergejagt. Letztes Jahr kam erst der erste Teil raus und es geht wieder um Dusty. Und das ist ja noch unser Rennchampion. Doch sein Getriebe, denn er ist ja ein Flugzeug, funktioniert nicht mehr, sodass er keine Rennen mehr fliegen kann. Und nach einem Unfall geht er dann zur Feuerwehr, soll lernen, wie man Waldbrände löscht, eben als Flieger. Und er lernt dort eben sogar ein bisschen mehr als bloß Brände löschen, sondern auch eben, wie man sich als Held verhält. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Der, den die Sioux-Indianer Haoka nennen, schlägt seine Trommel mit Wind, um Donner zu machen. Mit Donner kommt Blitz. Und mit Blitz kommt Feuer. Ich höre keine Trommel. Psch. An alle Flieger, wir haben einen Waldbrand nördlich des Pinecone-Kamms. Los, Jungs, ab in die Luft! Das Gewitter ist vorüber. Gleich wird's heiß, Jungs! Pass auf deine Flughöhe auf! Dusty Grubhopper, der Rennflieger? Grubhopper! Du bist kleiner, als ich dachte, aber das ist okay. Danke. Alles einsteigen! Du bist hier, um Feuerwehrmann zu werden. Oh-oh. Schlamm überall macht die Camper traurig. Eine Party in meiner Lodge macht die Camper froh, kapiert? Das hab ich doch gesagt! Ja? Was? Hä? Ich werde nie verstehen, weshalb ihr aus einem perfekt funktionierenden Flugzeug springen wollt. Tun wir nicht. Wir springen ja aus dir. Raus aus diesem Luftraum. Entschuldigung. Verstanden, Boss. Hä? Hey, Zuckerfelge, haben sie dich aus einer B-17 abgeworfen? Du bist nämlich eine Bombe. Abschleppwagen. Fahrgestell ausfahren. Was? Los, zeig's ihm. Die Räder raus, du Genie. Mich nennt man Dipper. Mrs. Miss. 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 Ja. Dipper. Dipper. Yep. Yep. Wow. Windlifter, Manövriererlaubnis erteilt. Dipper, bereit machen zum Abladen am Kopf des Feuers. Verstanden. Mr. Mayday. Schreibt dieser Typ alles auf, was ich sage? Ja. Das hat er auch gerade aufgeschrieben? Ja. Das auch? Ja. Und das? Ja. Oh, verdammt. Ich schaff das. Lord Almighty, I'm aufladen und los. Wir fliegen direkt ins Feuer! Macht euch bereit! Wie geht's der Tierwelt? Heute Abend auf der Party triffst du einige Partylöwen. Hey, hopp! Schließ die Hangartür! Fantastisch! Wie Mamas Chili brennt! Zweimal! Wie ihr sehen könnt, ist auch Planes 2 quasi im exakt gleichen Look wie der erste Teil. Wurde wahrscheinlich sogar direkt hintereinander wegproduziert. Und allgemein sieht das ja alles sehr, sehr nach Cars aus. Also wer Cars die Filme mag, der ist auch hier von dem Stil und von der Stilistik auf jeden Fall gut beraten. Man merkt aber auch, dass das eben kein High-Budget-Animationsfilm ist. Der hat also knapp 50 Millionen Dollar gekostet. Wenn man jetzt das mit Die Eiskönigin vergleicht, der einfach 3 bis 4 Mal so teuer war, dann merkt man eben auch, dass die Animationen nicht überall so übertrieben detailverliebt sind. Insgesamt bleibt aber immer so eine sehr sympathische Note. Ich glaube einfach, als Mensch findet man immer alles, was mit Autos und Flugzeugen zu tun hat. Und sobald man auch gleichzeitig selber in so seine Kindheit zurückgeholt wird, findet man das erst immer sehr, sehr schön. Und das macht der Film ja auch. Er ist wirklich unfassbar harmlos. Also es passiert auch gar nicht so viel, aber er ist sehr sympathisch und man mag die Geschichte auch einfach wirklich sehen und man weiß auch, dass eben so die kleineren Kiddies, die werden auf jeden Fall unglaublich viel Spaß bei dem Film haben. Und wenn man das eben weiß, während man den Film guckt, geht einem selbst auch so ein bisschen das Herz auf. Zur Story selber muss man gar nicht so viel sagen, denn die ist jetzt auch nicht der Rede wert. Es ist so eine klassische, ein gefallener Held, der in irgendeiner Art und Weise wieder zurückfindet ins Leben und eine andere Aufgabe findet. Das ist ganz nett anzusehen, aber ist jetzt für jeden, der 3 bis 4 Filme in seinem Leben gesehen hat, eben gar nicht überraschend. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, auch nicht, dass eben die Animationen, wie eben schon gesagt haben, jetzt nicht überragend sind. Die 3D-Effekte sind gerade in den etwas spektakulären Flugszenen doch durchaus cool geworden. Gerade wenn auch die Brände gelöscht werden, hat man eine schöne Tiefe nach hinten und gleichzeitig, wenn der Flieger dann kommt, auch nach vorne. Also das kann man durchaus machen. Ich empfehle es aber besonders eher dann mit den
kleineren Geschwistern sich den Film anzugucken. Oder eben alle, die sagen, ich liebe Animationsfilme, ich muss jeden sehen, dann werdet ihr auch hier jetzt nicht total enttäuscht aus dem Kino rennen. Von euch würde ich jetzt immer noch gerne wissen, was sind denn Filme, die ihr gerne schaut, aber am liebsten eben mit jüngeren oder mit kleineren Geschwistern. Was ist denn so euer Lieblingskleines Geschwisterchen-Movie? Schreibt das mal in die Kommentare. Meine persönliche Bewertung für Planes 2 fällt sogar ein bisschen positiver aus als zu dem ersten Teil. Ich gebe 6 von 10 Punkten, aber eben muss ich auch berücksichtigen, es ist jetzt wahrlich kein Meisterwerk. Es ist auch ein Animationsfilm, den man nicht gesehen haben muss, aber gleichzeitig ist er einfach unglaublich süß, unglaublich lieb, mit einer netten Botschaft und knackig kurz, dass man auch mal sagen kann, komm, überdurchschnittlich ist der Film, deswegen gibt es 6 von 10 Punkten. Von mir für Planes 2. Wer jetzt aber lieber sagt, ich möchte doch einen Realfilm im Kino sehen. Ich mag es, wenn die Leute ein bisschen tanzen. Dann checkt hier unten mal die Review ab zu Step Up All In. Da ist auch die Patty vom Kanal Obacht noch mit dabei. Und wer aber sagt, ich möchte vielleicht doch zu Hause bleiben und mir eher so einen Film auf der Couch angucken, kann ich euch die Couch-Classic vom letzten Sonntag empfehlen. Planet der Affen, Prevolution. Schaut da rein, dann sehen wir uns bald wieder bei der neuen Filmkritik. Hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.